Hallo zusammen und herzlich willkommen in Glacier Glades. Ja, oder da, wo Glacier Glades mal entstehen soll. Ihr seht, wir haben hier eine leere Map, das heißt, eine neue Serie beginnt. Eine neue kurze Serie. Wie ich ja schon angekündigt hatte, in Litchfield, Brooksburg, Bahati und so weiter, werden meine nächsten Projekte ein paar Mini-Zoos sein, ein paar kleinere Parks, in denen wir uns auf DLCs spezialisieren. Das heißt, wir werden uns ein bestimmtes DLC rausgreifen und dann nur mit den Bauteilen aus dem DLC und aus dem Base Game und nur mit den Tieren aus dem DLC einen Park bauen. Den Beginn machen wir mit dem Arctic DLC, das auch zugleich das erste DLC von Planet Zoo war, das vor 4 Jahren ungefähr rauskam. Ein bisschen mehr als 4 Jahre. Und wir werden hier einen kleinen Park dazu basteln. Den Namen habe ich euch ja schon verraten, könnt ihr im Thumbnail ja auch sehen. Der Park wird Glacier Glades heißen. Danke an dieser Stelle nochmal an Minimi. Woher ich diesen Namen letztendlich auf meinem Discord-Server als Vorschlag bekommen habe. Und ich dachte, der passt wirklich perfekt dazu. Wir beginnen zunächst mit der Terrain-Gestaltung. Ich wollte hier ja so eine kleine Landschaft aus Alaska simulieren, also bergig, mit viel Felsen, mit einem Wasserlauf, mit so einem kleinen Örtchen an diesem Fluss, das dann auch gleich noch entstehen wird. Ein bisschen raue Landschaft, aber ich wollte definitiv keine Tundra- oder Tiger-Map dafür, sondern ich habe mich für die gemäßigte Map entschieden. Ich finde diese Schneemaps immer sehr, sehr schwierig und habe auch Schwierigkeiten damit, in diesem Schneeumfeld dann zu bauen. Deswegen dachte ich, Glacier Glades wird Alaska im Frühjahr darstellen. Also wir werden es relativ grün haben. Hier und da ein paar Schneereste. Die werden dann offscreen noch entstehen, also das werdet ihr in dieser Episode nicht sehen. Das mache ich am Ende dann noch, ihr seht es dann im Überflug am Ende. Genau, Alaska im Frühling, Schneeschmelze, Wasserfälle und so weiter und so fort. Ich werde versuchen, die Tiergehege in diesem Park sehr natürlich zu halten, teilweise mit unsichtbaren Barrieren, da wo das geht und wo das Sinn macht. Weil ich so ein bisschen diesen Bildpark-Charakter ganz gerne hätte. Ja, um die Wasserfälle zu gestalten, hatte ich dann schon die erste Schwierigkeit. Denn ich habe natürlich eingestellt bei den Baumaterialien, kann man ja machen, bei den Inhaltspaketen, Arctic DLC und Base Game. Nun, als ich dann die Wasserfälle setzen wollte, habe ich festgestellt, okay, das ist ja gar nicht möglich, denn diese künstlichen Wasserfälle, die wir im Spiel haben, haben wir nur aufgrund dessen, dass sie im Aquatic DLC waren. Also konnte ich die nicht verwenden und musste deswegen dann am Ende auf die Spezialeffekte zurückgreifen, also auf diese kleinen Düsen und damit die Wasserfälle basteln. Was gar nicht so leicht war, aber Challenge accepted und succeeded. So, jetzt entsteht hier aber erstmal der Weg. Kurz zum Thema, warum DLC-Zoos? Warum sich auf einen DLC fixieren und daraus einen Park bauen? Gibt mehrere Gründe. Zum einen hatte ich in der Vergangenheit immer sehr große Projekte, die ich gemacht habe. Angefangen mit Swamp Lake oder mit Arizona Adventure Park. Dann gefolgt von Litchfield und aktuell ja jetzt auch noch Brooksburg, den wir in den nächsten paar Wochen auf jeden Fall beenden werden dann auch. Das waren immer Projekte, die gingen ein Jahr oder länger als ein Jahr und ich dachte, weil ich zwischendrin immer wieder Ideen hatte, was ich noch anderes bauen könnte, was aber nicht zu einem meiner Parks gepasst hat. Ich habe mich so lange an diese Projekte gefesselt und war dementsprechend schwer sprechen. Dementsprechend
gebunden an diese Parks und unflexibel, weswegen ich dachte, ich möchte jetzt gerne mal ein paar kleinere Projekte machen. Was nicht heißt, dass ich nicht irgendwann wieder zu größeren Projekten zurückkehren werde. Da kommt mit Sicherheit in Zukunft dann auch noch was. Aber jetzt, zu dieser Zeit, finde ich diese kleinen Projekte ganz toll. Das heißt, wir werden so gerade jetzt bei diesen DLCs mit den Bauteilen so circa 6-7 Folgen vielleicht haben. Und dann ist der Zoo fertig. Und wir können uns an das nächste DLC wagen. Da freue ich mich drauf. Vor allem ist es auch relativ abwechslungsreich, wenn wir dran denken. Wir haben jetzt das Arctic DLC. Das nächste DLC, das dann rauskam, glaube ich, war das South America DLC. Mit Jaguar, Lama und so weiter und so fort. Also es sind ein paar coole Sachen dabei und thematisch komplett unterschiedlich. Und da freue ich mich drauf. Und vor allem ist das Gute auch noch bei diesen kleinen Parks. Kann ich wesentlich mehr in die Detailarbeit gehen, weil ich muss mich nicht darum sorgen, dass dann vielleicht nach 10 Episoden mein Rechner dann das Streiken anfängt oder der Park schon zu ruckeln anfängt. Bei den kleinen Parks ist es egal. Da kann ich, total nuts gehen, was das angeht. Und der nächste Punkt, warum ich mich auch dazu entschieden habe, diese DLC-Zoos zu machen. Ganz einfach aus dem Grund, es gibt viele Spieler, wir gehen immer davon aus, dass jeder jedes DLC hat und das komplette Spiel und dementsprechend alles, was wir hier so bauen, selbst auch nachbauen kann oder sich da halt dann Inspiration nehmen kann und das einigermaßen so nachbauen kann. Es gibt aber auch Spieler, die haben eben nicht alle DLCs und ich sehe es relativ oft auch in den Facebook-Gruppen, in den diversen, wo die Fragen dann kommen, welches DLC soll ich mir kaufen, was kann ich damit machen, was ist da alles drin. Und deshalb dachte ich, naja, lasst uns doch mal Serien machen, wo wir wirklich nur diese DLC-Sachen und die Base-Game-Sachen dann verwenden, damit die Leute dann eben auch sehen, was damit alles möglich ist. Und Ich verrate es euch schon mal, es ist sehr viel damit möglich. Ihr werdet es gleich sehen. Man muss nur ein bisschen kreativ sein teilweise. So, was ihr gesehen habt, ich habe den Weg entlang des Flusses schon gesetzt. Einen erhöhten Weg, habe da so kleine Stelzen dann auch noch gemacht, dass dieser dann dementsprechend dort auch nicht in die Fluten abstürzt. Und wir bauen jetzt die ersten Gebäude. Die Gebäude sind noch außerhalb des eigentlichen Parks. Der Park beginnt dann hinter diesen Gebäuden. Also da, wo die Brücke endet, wo der Steinweg dann losgeht, dort wird der eigentliche Eingang in den Park dann sein. Das hier ist noch so ein kleiner Boardwalk für die Touristen, so eine kleine Einkaufsstraße, wo ich verschiedene Shops dann dementsprechend unterbringen werde und die alle auch einrichten werde. Wir haben jetzt hier das erste Gebäude, das hier entsteht, die übrigens alle auch sehr farbenfroh sein werden. Da habe ich ein paar Bilder gegoogelt, Alaska Village River, weil ich halt so ein kleines Dörfchen am Fluss haben wollte. Und da waren die Gebäude auch sehr bunt. So, also jetzt nochmal. Das erste Gebäude, das hier entsteht, dort wird ein Infostand drin sein. Das Ganze wird so ein bisschen dann auch noch mit den ganzen Souvenirshop-Gegenständen ausgestattet, die da drin auch noch so ein bisschen Platz finden. Der eigentliche Souvenirshop wird dann aber später entstehen auf der anderen Seite vom Weg, also hier auf der linken Seite dann von der Brücke. Die Gebäude werden auch alle so ein kleines bisschen unterschiedlich sein, damit wir nicht hier so Copy-Paste-Gebäude haben, sondern ja, so eine kleine Variation dementsprechend dann auch drin. Deswegen gibt es bei jedem Gebäude so eine kleine Besonderheit. Also wie gesagt, hier haben wir letztendlich dann das Infogebäude mit dem Infostand drin. Dann haben wir ein Gebäude weiter, da werdet ihr nicht den kompletten Bau sehen, sondern einfach nur die fertigen Gebäude, weil ich dachte, einmal muss reichen. Da werden wir dann Bernie's Bakes haben, also eine Bäckerei. Dann haben wir natürlich noch ein kleines Gebäude mit Toiletten nebendran und dann, wie gesagt, auf der linken Seite der Brücke dann nochmal den Souvenirladen, wo ich dann dementsprechend auch die modularen Souvenirshops benutze,
die wir im letzten Update, ja tatsächlich im letzten Update, zeitgleich mit dem Eurasia Animal Pack bekommen haben. Habe ich bis jetzt noch nie benutzt, also ist das erste Mal, dass ich mich da rantraue an den modularen Shop. Gab es lang ja auch Performance-Probleme, teilweise konnten die Leute dann ihr Spiel oder den Spielstand nicht mehr öffnen, weil es da Schwierigkeiten damit gab. Das hat relativ lange gedauert, bis nach den Weihnachtsferien im Endeffekt, bis es endlich repariert wurde. Jetzt inzwischen funktioniert es oder sollte funktionieren. Ich habe bis jetzt keine Probleme damit. Wir werden es dann sehen, wenn wir Gäste im Park haben. Aber auf jeden Fall werdet ihr das dann auch noch sehen zum späteren Zeitpunkt hier in dem Video, wie das mit diesen modularen Shops funktioniert. So, an dieser Stelle aber, da wir schon 10 Minuten jetzt im Video sind, jetzt ist der beste Zeitpunkt, ihr wisst es, für einen Like für dieses Video und auch um meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr auch die nächsten Episoden von Glacier Glades nicht verpasst, die letzten Episoden von Brooksburg euch nicht durch die Lappen gehen, die neue Serie Let's Build a House dann nach Brooksburg nicht verpasst und auch das Gemeinschaftsprojekt mit Skiller zusammen, dem Bahati Park, keine Folge mehr auslasst. Genau, deswegen jetzt Like und Abo dalassen. So, wie ihr schon seht, für die Gebäude, damit ich die auch farblich unterschiedlich gestalten konnte, habe ich ja extrem in die Trickkiste greifen müssen, denn im Arctic DLC und auch im Base Game gibt es, und jetzt schreibt es mir bitte in die Kommentare, falls ich lüge, keine Holzbauwände, die farblich anpassbar sind. Wie gesagt, schreibt es mir bitte in die Kommentare, falls ich jetzt lügen sollte, aber ich glaube, es ist tatsächlich so, beziehungsweise ich bin mir sicher, dass es keine farblich anpassbaren Bauteile im Arctic DLC oder im Base Game gibt. Deswegen musste ich hier tatsächlich auf einzelne Holzplanken zugreifen, damit ich dann eben diese bunten Häuschen bauen konnte. Das ist auch wieder so eine Geschichte, es ist alles machbar. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, wenn man das macht und gerade in den größeren Zoo bauen möchte, dass das dann dementsprechend zu Performance-Problemen führen kann. Denn je mehr Bauteile man benutzt, umso schwieriger wird das Ganze dann zu verarbeiten. Und ja, genau. Aber das war halt der Trick, den ich dann benutzt habe. Ansonsten, die Bauteile vom Arctic DLC sind jetzt nicht so extrem ergiebig, wenn man nicht unbedingt einen Weihnachtszoo bauen möchte. Wir haben aus dem Arctic DLC hier diese Holzbauwände. Wenn ihr es im Hintergrund gerade schnurren hört, das ist mein Kater, der gerade über den Schreibtisch läuft. Ja, wir haben diese Holzbauwände, die ich hier jetzt für den Boden benutzt habe und auch für den Tresen unseres Infostands und jetzt hier auch nochmal innen die Wände auskleiden werde, denn durch den Balkon, den ich gebastelt habe und auch die Fenster, schauen so ein paar Bauteile hier durch, die nicht so gut aussehen oder was nicht so gut aussieht und deshalb dachte ich, okay, schummeln wir hier nochmal so ein kleines bisschen auch mit der Treppe hier und ziehen hier diese Holzwände dann nochmal ein, dann sieht man das Ganze nicht mehr. Genau, ansonsten, wie gesagt, gerade Dekorationsgegenstände und so weiter vom Arctic DLC sind eher weihnachtlich, aber auch davon werden wir ein paar benutzen, ohne dass wir den Park dafür weihnachtlich aussehen lassen werden. So, hier jetzt nochmal ein paar Tricks, um eben auch hier die Tür zu verkleiden und die Abstände dann dementsprechend. Einfach nochmal hier diese Holzwände eingezogen und dann benutze ich hier einfach die dicken Holzbalken und ziehe die hinter bis zu unserer Glastür. Und schon haben wir unsere Wände so verkleidet, dass keiner mehr sieht, dass dahinter irgendetwas vertuscht wurde. Der sogenannte Pfusch am Bau. Nach oben hin natürlich genau dasselbe. Und zack, schon sieht das Ganze wunderbar aus. Bis auf diese kleine hässliche Stelle,
die da aus dem Boden rausragt, von unserem Besucherweg. Denn wir müssen natürlich auch den Besucherweg verbinden mit unserem Tresen vom Mitarbeiter, damit unsere Besucher da natürlich dann auch reingehen. Mit den erhöhten Wegen ist das immer so ein Problem, deshalb bin ich diesen Tod gestorben und habe gesagt, okay, den kleinen Bäcker hier im Boden lassen wir drin. So, darauf möchte ich jetzt gar nicht näher eingehen, denn was hier jetzt noch entsteht, ist so eine kleine Rentierbüste, die ich hier als Wanddeko noch missbraucht habe. Den festlichen Kranz dazu benutzt, die Rentierbüste im Hintergrund dann da durchgesteckt und schon haben wir eine schöne Wanddeko hier. Da müssen wir zu einem späteren Zeitpunkt natürlich dann auch wieder außerhalb des Gebäudes tricksen, denn da haben wir den Hintern vom Rentier dann, der da rausguckt, und den müssen wir natürlich noch schön einbauen, so dass man den nicht mehr sieht. Also da werden wir uns in der nächsten oder in einer der nächsten Episoden auf jeden Fall was dafür einfallen lassen. Was im Arctic DLC natürlich auch mit dabei ist oder mit dabei war, das sind diese Geschenkboxen. Eignen sich natürlich perfekt für die Weihnachtszeit, dass man da eben einen Weihnachtsbaum baut und die Geschenke dazu und so weiter. Aber auch für Souvenirshops oder sonstiges eignet sich natürlich, denn wenn man Souvenirs kauft, kann man sie dort dann im Souvenirshop vielleicht auch schon verpacken lassen und so macht das Ganze dann natürlich dann auch wieder Sinn. So, hier die letzte Deko letztendlich noch für das Gebäude oder zumindest das Dachgeschoss dann dementsprechend noch so ein kleines bisschen vertuschen. Deswegen hier wieder ein paar Balken eingezogen, damit es eine schöne Struktur gibt und dann eben auch wieder diese Arktis-Holzwände. Genau. Ja, und das war's dann mehr oder weniger schon mit unserem Gebäude. Für die Dachkonstruktion, da wir da auch nicht sehr viel zur Auswahl haben, habe ich mich dann für diese Rundholzwandstücke entschieden. Die werdet ihr hin und wieder noch als Dach sehen, weil ich finde, die passen gerade in dieses Arktis-Thema auch recht gut rein. Ich habe ein bisschen abgewechselt, zum einen mit diesen Rundholzwänden eben, zum anderen mit den Arktis-Holzwänden, was ihr hier jetzt beispielsweise gleich seht bei Bernie's Bakes, den kleinen Backshop, den wir hier eben dann noch mit reingesetzt haben. Noch ein paar Schilder platziert. Dann noch ein paar Bänke, wo sich unsere Besucher ausruhen können. Hier natürlich auch gleich mal sortiert nach all dem, was wir benutzen dürfen. Die Arktis-Holzbänke habe ich bewusst nicht genommen. Ich bin ganz ehrlich, ich finde sie hässlich. Deswegen habe ich die nicht hingesetzt und sie sind ein bisschen overwhelming, weil die so total over the top sind, sodass sie da einfach überhaupt nicht dazu gepasst haben. Wie ihr schon seht, im Hintergrund ist noch ein drittes Gebäude entstanden. Das ist eben das kleine Toilettenhäuschen und jetzt geht es erstmal los mit ein bisschen Terrain-Gestaltung. Ich habe, keine Ahnung, tausende von Felsen gesetzt. Überall da, wo ich das Terrain mit der Felsfarbe bemalt habe, wird das Ganze dann mit den Felsen auch aufgefüllt. Was ich normalerweise sehr gern mache, ist, dass ich den aquatischen Felsen dann noch benutze, als Übergang sozusagen, so als so kleine Kiesel. Konnte ich hier natürlich nicht, denn die aquatischen Felsen sind leider nicht aus dem Base Game, sondern gehören zum Aquatic DLC. Deswegen konnte ich hier keine Kunstfelsen benutzen. Kunstfelsen, wenn ihr sehen wollt, müsst ihr warten, bis der Zoo für das Aquatic DLC kommt. Erst da können wir die benutzen und auch nur da. Zu dem Thema habe ich gleich eine Frage an euch und ich wäre euch wahnsinnig dankbar, wenn ihr mir die in den Kommentaren beantworten würdet. Nämlich, was machen wir mit den Zoos für die Animal Packs? Sollen wir dann nur auf die Inhalte aus dem Base Game zurückgreifen? Oder sagen wir, okay, gut,
Für die Animal Packs dürfen wir komplett alles verwenden. Sämtliche DLCs, sämtliche Baumaterialien, weil es da ja eigentlich hauptsächlich um die Tiere geht. Bitte sagt mir das in den Kommentaren, weil ich da echt so ein bisschen am Struggeln bin, weil ich keine Ahnung habe, wie wir das Ganze machen. So, jetzt aber wie schon angekündigt zu unserem modularen Souvenirshop. Ich habe hier dafür eben dieses Souvenirshop-Modul hingesetzt mit dem Tresen von unserem Mitarbeiter. Und dann kann man in diesem modularen Souvenirshop eben auch noch auswählen, welche Auslagen man letztendlich benutzen möchte, damit diese dann auch interaktiv sind und die Besucher sie dann dementsprechend nutzen können bzw. damit interagieren können. Dementsprechend wähle ich hier jetzt die ganzen Regale erstmal aus, die jetzt dann auch gleich noch eingefärbt werden alle. Und dann können wir die Regale im Nachhinein dann auch alle bestücken. Das funktioniert auch ganz einwandfrei, werdet ihr jetzt dann gleich noch sehen, indem ihr im Endeffekt einfach eins dieser Regale dann auswählt und dann innerhalb von einer Liste auswählen könnt, welche Artikel dort präsentiert werden sollen. Die Regale haben unterschiedliche Funktionen bzw. dementsprechend auch unterschiedliche Artikel, die ihr dort präsentieren könnt. Nicht alle Artikel funktionieren mit jedem Regal. Das heißt, zum Beispiel die Regale mit diesen Kleiderhaken dort. Dort könnt ihr natürlich T-Shirts dann präsentieren, die dort an Kleiderbügeln aufgehangen werden. Bei diesem Regal mit dem Gitter oben drauf. Dort könnt ihr dann dementsprechend Regenschirme auswählen oder aber auch Poster. Und so ist es mit anderen Regalen auch. Da funktionieren dann Hüte, T-Shirts, Tassen, Plüschtiere, Puzzle und so weiter und so fort. Also da könnt ihr aus jeder Menge von diesen Dingen dann dementsprechend auswählen, was dort im Laden verkauft oder präsentiert werden soll. So, bevor ich hier jetzt die Bretterwand hochziehe, dachte ich mir, ich fände es eigentlich ganz schön, wenn wir hier zwei große Fenster in dem Souvenirladen drin hätten, wo man dahinter auch nochmal so eine kleine Auslage dann letztendlich machen kann und ein paar von diesen Souvenirgegenständen dann präsentieren kann. Deswegen entstehen hier jetzt zwei große Fenster noch an den Seiten. Und danach bastle ich dafür noch ein paar Regale für unsere Besucher, wo sie dann draußen eben durch die Schaufenster in den Laden reinschauen können und dann eben sehen können, was wir da so alles zu verkaufen haben. So, genau, wie gesagt, diese Auslagen. Wir werden dann auch in einer Minute gleich noch das Fenster so ein bisschen dekorieren. Hier war ich auch glücklich im Übrigen, dass in unserem Base Game auch diese schönen Fensterscheiben schon mit drin sind, dass wir die in einem Update mal bekommen haben und nicht in einem DLC-Paket, weil das wäre dramatisch gewesen. Deswegen habe ich da im Vorhinein erstmal nachgeschaut, ob wir diese Glasbauteile überhaupt haben. Hätten wir sie nicht gehabt, hätte ich auf diese großen Fensterscheiben vermutlich verzichtet. So, jetzt bastle ich hier noch ein paar Gardinenstangen, weil ich dachte, das Ganze soll noch ein bisschen gemütlicher aussehen und außerdem brauchen wir noch so ein kleines bisschen Deko. Deswegen habe ich hier diese Halterungen benutzt und diese Zaunpfähle aus dem Base Game und habe daraus dann einfach eine Gardinenstange gebastelt, wo wir dann gleich noch aus dem Arctic DLC so eine Stoffbahn, die wir dort drin haben, dranhängen werden. Genau, hier seht ihr es. Das wird natürlich noch eingefärbt. Da habe ich dann festgestellt, dass ich die Gardinenstangen noch ein kleines bisschen länger machen muss, weil sonst funktioniert das mit unserer Auslage am Fenster nicht wirklich, weil die Gardinen dann komplett zu sind und dann sieht keiner mehr, was dahinter ist und dann hätten wir uns das Fenster auch komplett sparen können, weil dann alles dunkel ist im Laden.
So, und schon sind die Gardinenstangen fertig. Jetzt hängen wir noch die dünnen Stoffbahnen hin, beziehungsweise die kleinen. Ihr seht, ich habe sie eingefärbt in Brauntöne, damit das zum Rest so ein bisschen passt, zur Inneneinrichtung und so weiter. Genau, und sieht doch ganz nett jetzt aus, sowohl von innen als auch von außen. Jetzt platziere ich hier noch zwei kleine Regale. Direkt so an der Fensterbank. Da benutze ich auch wieder diese Wandstücke dazu. Und für alle, die mich nicht kennen, ich baue grundsätzlich alles ausschließlich mit rasterfreien Bauteilen. Also nicht wundern, ich baue nicht mit Rasterbauteilen, weil mich persönlich schränken die Rasterbauteile zu sehr ein und ich mag es nicht, wenn ich wenn ich mich nicht an ein bestimmtes Raster halte oder nicht irgendwie viereckig bauen möchte, dass ich dann nicht in Gruppen bauen kann. Deswegen, wie gesagt, baue ich eigentlich alles rasterfrei. Genau. Hier seht ihr jetzt das Ganze nochmal mit dem Auswählen von den Dingen, die ihr in die Regale dann reinbasteln könnt. Genau. Und dann ist der Souvenirshop auch schon fertig. Zu guter Letzt machen wir noch ein bisschen Landschaftsgestaltung, damit ihr so einen kleinen Einblick nochmal kriegt in das, wie ich das Ganze handhabe, wie ich das Ganze mache. Ich wollte hier den Blick auf unseren Wasserlauf nicht zu sehr verbauen. Was mich so ein kleines bisschen stört, das habe ich schon öfter mal erwähnt, sind die Lichtverhältnisse in Planet Zoo. Das heißt, wenn ihr den Tag am Laufen habt, dann wandert die Sonne nicht, wie sie normalerweise wandert, sondern ja, nicht originalgetreu, sagen wir jetzt mal. Das heißt, wir haben hier jetzt auf dieser Seite von den Gebäuden leider Gottes immer Schatten. Das ist egal, welche Tageszeit ist, die Gebäude werden nie richtig von der Sonne bestrahlt. Ist so, ich kann es jetzt leider Gottes nicht ändern. Selbstverständlich, es ist ein kleines bisschen ärgerlich, aber es ist etwas, womit ich leben kann. Aber ich wollte eben durch die Bäume, die ich dann vorne hingestellt habe oder die ich dahinter hinstellen werde, nicht noch mehr Schatten liefern, sodass es nicht noch dunkler wird, sodass wir zumindest auf dem Wasserlauf so ein bisschen Licht haben. Genau. Wegen den Felsen. Also das Ganze ist ja hier jetzt relativ grün auch. Ich mache am Ende noch diese Schneefelsen dazwischen rein. Ganz einfach aus dem Grund, wie gesagt, Arktis im Frühling, Arktis, Alaska im Frühling. Der Schnee schmilzt so ein kleines bisschen weg, damit wir so ein bisschen Alaska-Feeling kriegen. Letztendlich wollen wir hier ja auch die arktischen Tiere unterbringen und ich fände es ein bisschen komisch, wenn wir gar keinen Schnee haben. Deswegen habe ich dann die Schneefelsen noch runtergebracht. Hier jetzt aber zunächst der Wasserfall oder einer der Wasserfälle. Wie gesagt, ich musste das erste Mal mit Spezialeffekten seit langer, langer Zeit basteln. Ich habe das Ganze am Anfang gemacht, als es ja noch gar keine andere Möglichkeit gab. Im Aquatic DLC haben wir ja diese Kunstwasserfälle dann bekommen, mit denen bastle ich normalerweise sehr gerne, weil es sehr viel einfacher ist. Aber ich finde mich jetzt hier auch mit den Spezialeffekten relativ gut zurecht und es funktioniert relativ gut. Den Wasserfall möchte ich dann hier auch so ein bisschen über Kaskaden runterlaufen lassen. Deswegen habe ich den so ein bisschen hier noch die Felsen hochgebastelt. Damit wir den dann hier so wie über Stufen runterlaufen haben. Wenn man mal den Dreh raus hat für diese ganzen Utensilien, dann funktioniert das auch relativ gut. Man muss sich halt so ein kleines bisschen zurechtfinden und dann geht das schon. Und wenn wir ganz ehrlich sind, die Spezialeffekte sehen halt schon ein bisschen realistischer aus als die Fake-Wasserfälle. Aber, wie gesagt, ich bastle ja auch sehr gerne mit den Fake-Wasserfällen, weil es einfach einfacher ist und trotzdem einen richtig schönen Effekt gibt.
Hier habe ich dann mit den Felsen den Wasserlauf noch so ein kleines bisschen eingebaut, weil ich dachte, wenn wir die Felsen da außenrum nicht ein bisschen höher strukturieren, dann sieht das Ganze ein bisschen komisch aus und das Wasser würde uns dann eigentlich an den Seiten davon laufen und das wollen wir ja nicht. So, dieser Bereich hier hinten, eigentlich kein Teil des Parks, sondern reine Landschaftsgestaltung, wird jetzt noch ausgekleidet mit toten Bäumen, mit echten Bäumen, mit Bisongras, mit Aristidiagras, mit Kreosotbüschen, mit ein paar anderen Büschen noch und wie gesagt, dann eben auch mit den Schneefelsen und so weiter. Ich habe mir das Ganze am Ende dann angeschaut, ihr werdet es nachher auch sehen in der Tour, und dachte mir, was für eine Verschwendung eigentlich, dass es sich hier nur um Szenerie handelt und um kein Tiergehege. Und ich dachte mir, das würde sich perfekt für ein Tiergehege eignen. Und deshalb werden wir das voraussichtlich in der nächsten Folge dann auch als ein solches nutzen. Denn ich liebäugle sehr damit, das Gelände hier für die Rentiere zu nutzen. So dass wir hier wie so eine wilde Rentierherde letztendlich haben, die Besucher trotzdem auch von einem Aussichtspunkt aus beobachten können. Der wird dann hier oben noch entstehen und hier unten auf der anderen Seite des Flusses. Wir werden trotzdem auch so ein kleines Stallgebäude machen für die Tiere, wo sie dann sich zurückziehen können. Also so eine halb wilde Rentierherde letztendlich. Das bietet sich einfach an und wie gesagt, diese Kulisse eignet sich so super dafür. Es wäre eine Schande, wenn wir es nicht dafür nutzen. Aber das dann in der nächsten Episode. Hier sind wir jetzt im Realtime-Part. Hier seht ihr nochmal die Schneefelsen, die ich untergebracht habe. Ihr kriegt einen kleinen Überblick, was in der ersten Episode so entstanden ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann lasst sehr gerne einen Like da. Lasst ein Abo da für den Kanal. Und in der nächsten Woche geht es hier dann weiter in Glacier Glades und der eigentliche Park wird dann entstehen. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Nächsten Mittwoch um 17 Uhr ist es wieder soweit. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!